Hey Leute, hier ist euer Nike und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. Ja, wir müssen jetzt 8 rote und 100 gelbe Münzen hier sammeln. Wir kommen nicht dran vorbei. Jetzt fange ich damit schon wieder an. Im Bimmerberg Bob. So. Das machen wir auch so gleich. Und sammeln erstmal hier 100. Wir sammeln jetzt erstmal 8 rote Münzen. So. Hier befindet sich eine rote. Oh! Na, wie ihr hört, bin ich etwas sehr erkältet. Obwohl nur ein Tag zwischen der letzten Aufnahme vergangen ist, bin ich übelst erkältet. La 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 la. Jetzt gehen wir hier hoch und töten den Spaß. Die Kerle hasse ich besonders, weil die geben einem Kohle. Nein! Du Idiot! Lauf! Das war so knapp. Du, jetzt gehen wir wieder hoch. Vorsichtig. Weiter geht's. So, wichtig ist, die Rutschbahn jetzt als nächstes zu machen. Denn aus dieser Rutschbahn kommt man, wenn man da einmal die 100 Sterne hat, da kriegt man den Stern nicht mehr. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Hier muss man mal den Pinguin in Kurven geben. Das hat geklappt. Die blauen Münzen nehmen wir mit. So, wir müssen ja auch nicht alle Münzen mitnehmen. Also das ist... So, wir sollten natürlich möglichst viele mitnehmen. So, hier in dieser Wand gibt es, ja, wie gesagt, eine Abkürzung. Die zeige ich euch aber nicht, weil es hier mehr Münzen gibt. Oh! Hier, genau, hier. Das ist die Stelle mit den ganz vielen Münzen. Hier gibt es auch reichlich Münzen in dieser Map. In dieser Welt hier. Also das ist locker zu schaffen, die 100 Gelben hier zu sammeln. Ja, sauber. Wir kriegen jetzt einen silbernen Stern. Den bekommt man, wenn man einen Stern schon, ja, geschafft hat und die nochmal macht. So, als nächstes begeben wir uns hier hin, unten, da wo wir im letzten Part so krass gefehlt haben. So, Mario, dann zeig mir mal, was du drauf hast und stirb jetzt nicht. So, die Teile interessieren uns eigentlich gar nicht, die geben uns sowieso noch hier 3 Münzen hier. Was ist denn das? Das ist doch für einen Mario, ist das doch gar nichts. Für so einen italienischen Alltagsklempner. So. Und diese Münzen hier, die interessieren uns. Die sind nämlich sehr wichtig. Ja, und jetzt haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Wir müssten jetzt theoretisch nur noch die roten Münzen sammeln, die restlichen. So. Dann schießen wir uns nämlich jetzt zu dem Baum hier. Nein! Bitte nicht! Mamma mia! Ich schüttel gerade meinen Kopf. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Ich kann es nicht glauben, Leute. Wie kann man nur so scheiße sein? Und ich dachte so, ich bin der Kanonenking hier, ich treffe auf jeden Fall. Und jetzt haben wir den Salat. Na geil. Nein! Ich will kein Rennen. Nein. Tschüss. Ach, scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Och man, warum? Warum denn? Warum denn? Boah. Ja, wird wenigstens wieder reichlich Material hier gesammelt für du weißt schon. Du weißt schon. Sag mal schnell. Für Best-of. Für den nächsten Parts. Ich werde versuchen, mal so 5 Minuten Best-ofs zu machen von den einzelnen Parts. Also, das erste Best-of steht auch schon, das 1 bis 4. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, und wenn es hier genug Stoff gibt, sprich so um die
ja, um die 10 Fails, dann bietet sich das einfach an. Da 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 da. Und jetzt im dritten Versuch kriegen wir das jetzt aber hin, Freunde. Ich bin auch sehr konzentriert jetzt. Weil ich das nicht nochmal will, dass wir jetzt ernsthaft noch ein drittes Mal sterben. Das will ich definitiv nicht. So. Kollegen und Kolleginnen, jetzt wird's ernst. Wir holen zunächst diese roten Münzen da. Boah, Alter. La 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 Mario, rutsch nicht darunter. Ich hasse dich so sehr. Du gehst mir auf den Sack. Und auch auf die Eier. Da, 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 da. Ich singe so gerne mit. Das ist der beste Track im Spiel. Ah! Scheiße, wo bin ich? Oh, okay. Puh. Alles gut. Ziel richtig. Das war ein schöner Schuss. Und ich sehe gerade, dass es ein wenig laggt, zumindest beim Aufnahmeprogramm, wenn ich etwas Gewisses hier mache am PC gleichzeitig, aber es macht jetzt gar nichts. Es wird im fertigen Video wird sowieso nicht laggen. Hoffentlich nicht. Jetzt muss ich das hier nochmal machen. So. La 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 la, es macht so Spaß. La la, diese Scheißmünzen zusammen. Das macht mir so viel Spaß. Ich könnte heulen vor Spaß. Ja, ja, das macht mir so viel Spaß. Nein! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er sich da an der Spitze festgehalten, sonst wären wir jetzt tatsächlich nochmal gestorben. So, wie viele rote Münzen haben wir denn schon? Haben wir schon 6? Ne, ne? Dann weiß ich leider gerade überhaupt nicht. 1? Ja, doch. 1, 2, 3, 4. Lol. Ne, ich weiß gerade, tut mir leid. Ich bin gerade. Oh nein, bitte lass das keine 7 sein. Oh, Gott sei Dank. Nein! Scheiße, hol dir den Stern, hol dir den Stern. Oh, Gott sei Dank. 100 Münzen. Oh nein, jetzt rutschen wir rückwärts, das wollte ich nicht. Oh, da war eine rote Münze. Stopp. Das war Nummer 5. 6, 7, doch, ich weiß, wo alle sind. La 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 la. So, Nummer 6 ist hier. Nummer 7 befindet sich Mario. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hier richtig ist oder ob das höher ist. Chris ist da. Gut, dann müssen wir nochmal nach oben gleich. Dann mache ich das einfach so, ich sammle schon mal diese hier. Dann mache ich hier mal den blauen Schalterpalast, also den blauen Münzenschalter. Ah! Oh! Alter! Puh! Leck mich am Arsch. Also das ist ein Part vollgefüllt mit Fails. Das ist der Hammer. So, und jetzt sammeln wir die letzte rote. Ja, genau. So, die befindet sich hier. Ich sehe nichts. Gut,
Hier ist die rote Münze. Und dort taucht der Stern auf. So, den müssen wir jetzt natürlich treffen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe hier schon gesehen. Ja, hier geht's rum. Ah! Ach, verdammt. Jetzt sind wir hier schon wieder runter. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg hoch. Oder ich stelle mich einfach hier hin. Schneemann, verzieh dich. Komm schon, nein. Oh. Komm schon, jawohl, wir haben es hochgeschafft. Dann müssen wir nur noch diesen Weitsprung hier schaffen. Ja! Und dann haben wir den 8 roten Stern, Nummer 30. Ein Viertel ist schon geschafft. Oh, du hast 30 Powersterne. Ja, das interessiert uns jetzt eher weniger. Tschüss. Wir machen nämlich jetzt noch den letzten Stern hier. Snowman lost his head. Ja, und zwar geht es darum, dass dieses Ding hier sucht einen Körper. Oder, nee, dieses Ding hier sucht einen Kopf. So. Und, ah! Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen diesem Ding nämlich eigentlich den Weg weisen. Kommt das jetzt noch her? Oder haben wir es jetzt schon verkackt? Ne, da kommt's. Frag ihn doch! Es ist leider am Schneemann vorbeigerollt, so wie ich es gerade gesehen habe. Und ist da hinten in den Abhang runter. Jetzt können wir nur hoffen, dass... Meine Güte, du scheiß Arschloch, Schneemann. Nein! 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 Geh mir doch nicht auf den Sack, Mario, ganz ehrlich. So. Snowman lost his head! So. Jetzt aber, Kollege. Jetzt gebe ich dir ein Head. Pass auf. Komm, spiel mit, ja? Ah! Hilfe! Ach, wieso? Fick dich, Mario. So, wir warten jetzt auf das Zeichen hier. Da kommt es. Lauf! Oh Gott, du bist viel zu lahm. Komm schon. Hier. Warum? Wieso? Wieso rollst du da dran vorbei? Du blödes Arschloch. Das sehe ich nicht ein, Leute. Wieso ist das Teil denn da schon wieder dran vorbei gerollt? Ich bin zu scheiße dafür gerade. Und das passt. Ja, halt's mal. Ja, das Teil ist aber auch viel schneller als ich. Was soll das denn? Geil, Mario, geil! Lauf, das holt dich ein! Blick gegen die Wand! Ja, was? Wieso? Was? Willst du mich verarschen? Ah, nein! Ach, leck mich doch. Mamma mia! Ich werd hier gerade übelst verarscht, das muss ich mal echt sagen. Ja. Die Schnauze oder ich werde aggressiv. So, jetzt mit Fullspeed. Wir rutschen diesem Teil nämlich jetzt hier den Weg vor. So. Hallo, Herr Schneemann. Na endlich. Hallo. Oh, danke schön. Jetzt habe ich einen schönen neuen Kopf. Und ich einen schönen neuen Body. Körper. So, und dafür kriegen wir jetzt einen Stern frisch aus der Gefriertruhe. Was ein Ding, dass ich hier so krass fehle. Leck mich ja mal. Nein, save and continue. Nein! Boah, jetzt wären wir hier fast wieder reingegangen. Nein, wir sind mit Kurs 4 tatsächlich fertig.
Und wir können direkt weitermachen mit Kurs Nummer 5. Und das machen wir in dem Part, den ersten Part hier noch. Komm, hey, also den... Lol. Okay, wir haben den Geist gefangen, ja? Wir sind die Ghostbusters. So, hier in diesem Garten sind ganz viele Buhus. Und hier in diesem Garten gibt es außerdem noch etwas. Und zwar das hier. Moment. Ey, ihr okay, wir müssen erstmal die Buhus hier... Ach, das... Lass mich... Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Hallo? Okay, ich habe ein Walkthrough geöffnet. Das wollte ich nicht. Dann muss ich den Walkthrough eben wieder schließen. Ah ja, jetzt sind wir wieder da. So. Okay, diese Buhus nerven gerade ein wenig, wie ihr seht. So. Also, hier befindet sich etwas. L is real. 2401. Ja, Legenden besagen, dass wenn man 2401 Mal um diesen Boden läuft, Luigi erscheint. Und ja, das probieren wir doch jetzt gleich mal aus. Nee, Spaß. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Kurs. Und der befindet sich in diesem Buhu drin. Dort ist, ja, so ein kleines Gefängnis und da geht's jetzt rein. Denn jetzt geht es zu Big Boo's Burg. Go on a ghost hunt. Oh, komm hier, ich bin hier drin. Ja, König Boo spielt Spielchen mit uns. Und jetzt müssen wir hier seine Gefolgschaft töten. Und die befindet sich hier in den einzelnen Räumen. Hier haben wir ein Klavier. Ja, hier befinden sich welche. Obwohl, ne, die befinden sich gar nicht hier. Ah doch, da kommt einer aus der Wand. Komm her. Hier gibt es nämlich zwei Buhus, die aus der Wand kommen. Das ist wichtig. Ah, Ghost don't die. Da hat er leider recht. Geister sterben nicht. Kommt der zweite auch noch? Ah ja. Das gibt nämlich zwei da hinten drin. Ghost don't die. So, dann haben wir schon zwei. Hier haben wir den dritten. Ghost don't die. So, und die letzten beiden befinden sich hier. Einmal auf der anderen Seite dieser Brücke, die sehr... Da muss man aufpassen. Okay, wir haben es aber geschafft. Und schau mal. Ghost don't die. Oh, die Brücke ist wieder da. Nice Bug. So, und da ist der letzte, der wartet schon auf uns. Hier müssen wir allerdings aufpassen. Genau deswegen, weil man hier gegen die Wand abprallt, aber jetzt haben wir es geschafft. Ghost Down? Oh ne. Boom! Here comes the Master of Mischief. The Tower of Terror? The Big Boo. Ja, stimmt, es ist ja hier nur der Big Boo. Es ist ja gar nicht König Boo, es ist ja nur der große Boo. Da befindet sich hier, oh mein Gott, wie groß ist der denn? Aber den kann man ganz einfach besiegen. Der macht auch dieselben Geräusche wie ein Thrump und wie ein Wump. Und jetzt ist er tot. Und wie König Bobomb. Und hier öffnet sich jetzt eine Treppe, also die fährt hier hoch. Und dann holen wir den Stern. Here we go. Yeah, Mario China. Das war's für diese Folge. Ich bin der Nike. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Super Mario 64. Bis dahin. Ciao, ciao.